Ich dachte, hallo Farina. Sehr schön, dass wir uns hier treffen. Dass du dir Zeit nimmst dafür. Ich wollte mal ein bisschen online mitmachen. Sehr schön. Und wir wollen hier eine hybride Session machen. Und die Session fängt erstmal an, dass es vielleicht siehst du uns gar nicht gut. Oder die Akustik ist nicht gut. Doch. Vielleicht habe ich dazu so ein Licht hier, so ein Hallo im Hintergrund. Ja, das hast du. So zwei Augen. Vielleicht kannst du die anderen nicht sehen. Und nee. Wenn du uns aber Feedback gibst, vielleicht kommen wir dann auf die Idee, wie könnten wir es besser machen? Ihr könntet euch vor diese Lichtdinger setzen. Bitte? Wir könnten uns davor setzen, oder? Mhm. Also ich könnte mich zum Beispiel... So, aber das ja. Ja Nacken, ja. Wir könnten auch das ganze Teil drehen. Ja. Das ist im Moment nur... Also die Idee ist es, Hybrid. Also ich hole euch erstmal ab. Ich weiß ja noch nicht, ob wir... Ja, wir haben 13 Uhr. Die Idee ist, wir können wir Hybrid relativ einfach machen. Ja? Und für mich bedeutet Hybrid, dass wir in Kommunikation mit den Remote-Teilnehmern sind, dass wir bei uns auch nicht verlieren vom Laptop. Mhm. Passt das? Ja? Und ich habe dann auch gesagt, okay, und was braucht ihr dazu, wenn ihr in die Firma geht? Habt ihr einen Flipchart? Ich habe im Moment hier einen Flipchart. Ich zeige dir gleich, was wir gemacht haben auf dem Flipchart. Ja? Aber wir haben keine iPads. Egal. Das ist eine Surface. Okay. Okay, aber ihr habt einen Laptop. Mhm. Laptop ging auch. Und ganz hoch drehen, dann kann ich es hinstellen mit der Tastatur. Ja, ja, das ist ja, einfach so ein paar Ideen. Und was ich euch noch bitte, eure Handys rausziehen. Das ist ja nichts Natürliches. Wir wollen ja normal nicht unsere Handys haben. Aber dass ihr auf den Slack-Kanal geht. Ja. Slack. Und wir sind hier in Alderaan. Den habe ich auch, glaube ich, gar nicht offen. Und wir wollen, und du kannst das mit dem Handy machen, dann hast du ein Second Device. Und dann braucht ihr auch keinen PC oder dergleichen und könnt ihr daraus chatten, okay? Kaum Alter. Dann darf ich dir etwas helfen. Alter Channel öffnen. Okay, gucken wir mal. Nee. Das ist eigentlich ein Kanal. Da gibt es sowas. Kleines Kannst du das? Genau. Genau. Und die Session ist auch ein bisschen Learning by Doing. Das ist nicht alles perfekt. Hallo Franziska. Sehr schön, dass du da bist. Hallo, klar. Wir haben noch ein bisschen Setup-Probleme. Wir probieren gerade unser Slack, damit wir einen zweiten Kanal haben, wo wir was posten können. Cool. Frank, erklär mir kurz, wie ich zu dem Kanal komme. In Slack musst du Kanal hinzufügen und dann kannst du die suchen und dann kommst du... Aber übers Handy habe ich keinen Button Kanal hinzufügen. Bei mir genauso und auf dem Rechner habe ich den. Da jetzt. Alle aktuelle Aktivität. Channel durchsuchen. Erweiterten Einstellungen. Sagt ihr mir mal kurz, wie der Channel heißt? Raum Alderaan. Wie bitte? Raum Alderaan. Puh. Ich höre es vielleicht nicht so gut. Kannst du es nochmal diktieren? A? Das ist Alderaan. Alderaan. Jetzt ist er bei mir weg. Channel hinzufügen. A-L-D. Ja, so wie Alt, nur mit D wie Dora. Ja. Und dann Doppel A und N. Bei mir steht immer nur Allgemein und Assembly. Also, hast du oben rechts oder die drei Striche bei den erweiterten Einstellungen in deiner App? Ich teile dir schnell meinen Bildschirm, dann kann ich euch, dann könnt ihr mir vielleicht sagen, was ich falsch mache, ja? Also, du hast nicht dein Handy? Ich habe jetzt hier auf Channel hinzufügen gemacht. Ja, das mache ich. Und jetzt? Und jetzt suchst du Raum. Erstmal Raum. Und dann ein bisschen tiefer fahren. Und das ist Raum-Alderaan.
Ah! Okay. Und für mich ist das ein bisschen so Learning by Doing, weil wir kennen das ja nicht alle. Ja, wir kennen unterschiedliche Sachen. Dann kommen wir nochmal zusammen. Okay? So, und ich finde, ich werde nicht gut ausgeleuchtet. Ja. Ja, das stimmt. Und was könnten wir machen, damit ich besser ausgeleuchtet werde? Wir drehen das ganze Setup um und setzen uns. Wenn du direkt vor das Fenster gehst, ja, im ganzen Teil, müsstest du viel besser ausgeleuchtet sein. Probieren wir mal aus, ja? Also, wir fahren einfach hier die Kiste herum. Ich habe den Raum immer noch nicht gefunden. Soll ich den nochmal teilen? Du hast noch nicht gefunden. Guck mal. Lass mal ja, ich bin aber auch in der Handy-App. Ah, okay. Warte, das kann ich auch mit dem Handy nochmal machen. Nimmst du den Kasten weg? Einfach mal gucken. Wir nehmen hier das Licht. Ob das jetzt besser... Werde ich jetzt besser gesehen? Ja, auf jeden Fall. Gut. Wir zeichnen auf hier. Das ist sehr spannend. Habe ich gar nicht gecheckt. Muss ich jetzt gerade sitzen. So, und jetzt könnte man noch fragen, okay, wie ist denn der Sound? Ausreichend. Und möchtest du erstmal den Raum finden. Und vielleicht sollten wir die Kamera noch ein Stück wegschieben, damit man alles sieht, die dabei sind. Dann ist sehr gut. Ist die Akustik noch gut? Ja. Ihr dürft ein bisschen mehr kuscheln. Je nachdem. Ja. Wir hören euch jetzt kaum noch, sagt mal was. Hallo, hallo. Hallo. Wir sind zu fünft. Das ist nur der Hallo-Kanon. Also ist zu leise, oder? Definitiv. Ja. Dann müssen wir mal gucken, ob wir da was. Ich weiß nicht, ob das damit besser wird. Aber ich schließe einfach mal ein anderes Gerät an. Wobei hier die sind einfach hier laut in dem Raum. Und vielleicht müssen wir uns in einen anderen Raum suchen. Das haben wir aber jetzt nicht. Ja, wir könnten drüben in den Einsperren. Jetzt habe ich es verstanden, Frank. Ich habe gerade gedacht, wieso du das alles noch nicht gemacht hast. Du willst zeigen, wie man lernen kann zusammen. Jetzt habe ich es geschnallt. Wir versuchen gerade schnell ein Setup aufzusetzen, damit wir uns alle hören und sehen können. Ja, ja, das weiß ich, aber... Wir haben jetzt halt nur so ein paar Bordmittel und gucken, wie wir das mit den Mitteln hinkriegen. Ich möchte gerne, dass die Teilnehmer auch lernen, wie können sie das Setup so hinbekommen, dass es gut wird. Weil wenn ich das hier perfekt am Anfang mache, dann wissen sie das nicht. Ja. Und so ist es aber eine ganz andere Lernstiftung. Ihr habt die Möglichkeit, den Transfer mit in eure Firma zu nehmen. Du hast zum Beispiel gesagt, ich kann auch einen Laptop da hinstellen und indem ich das geradeaus hochbringe. Und damit würde ich die Kamera hochbringen. Also das ist schon mal gut. Ich weiß nicht, ob jetzt der Sound besser wird. Da müssen wir einfach testen, okay? Ich habe jetzt in Java 510 angeschlossen und ich hoffe, das kommt gleich. Und wenn euch irgendwas stört, dann müsst ihr mal sagen, Frank, ist noch nicht gut. Könnt ihr noch was machen? Franziska, du hast eine Frage? Ja, ich konnte, eben war es schöner, euch zu sehen. Könntest ihr noch mal bitte so einstellen, dass der Laptop ein bisschen nach unten gekippt wird? Weil jetzt kann ich nur noch deine Nase sehen. Eben hatte ich quasi eine andere Bildeinstellung. iPad. Und da er gerade rumtippt, ist es gerade so gedreht. Also wenn er gleich den Ton hat, dann kann er es umstellen. Super. So, und jetzt ist es lauter? Ja. Für euch? Ja. Ob wir jetzt für euch besser hörbar sind? Also, sag noch mal was. Ob wir jetzt für euch besser hörbar sind, ist die Frage. Ja, besser, oder? Viel besser. Gut. Yay. Ja. Ich nehme mal die Kamera ein bisschen mehr so nach da drehen. Also, das können wir ein bisschen noch machen, bis der Surface runterfällt. Genau. Ja, das stimmt. 90 Grad und dann bei 91 Stunden. Okay, das ist mit dem Schwerpunkt, aber ich guck mal, ob ich da was hinbekomme. Oder aber wir nehmen die externe Kamera, die du schon bereitgelegt hast. Wir können aber auch ein Stand-Up-Meeting machen, dann seht ihr uns nochmal anders. Aber das macht man nicht. Oder zwei Würfel übereinander stellen, aufsitzen. Nee, ja, jetzt wäre von der Sicherheit. Danke. Auch nicht so ganz. Brauchen wir eine Ersthelfer. Wenn dann diese ich bin Ersthelfer, kein Problem. wenn du runterfällst, wir machen wir das. Super. Besser? Ja. Ach so, warte, das ist ja lustig. Was denn? Das hat auch was mit meiner Einstellung zu tun. Solange es das nicht mit deiner Haltung und mit deinem Verhalten zu tun hat, ist das nicht schlimm. Ja, ich gebe dir recht. Also das sind leichte Unterschiede. Ja.
Nee, der rechte Maustaste, okay. Habe ich aber jetzt nicht. Ich glaub, aber ich auf dem iPad geht. Also ich meine, es geht mit der Kamera, aber ich würde, glaube ich, immer eine externe Kamera bevorzugen, weil die ein besseres Bild macht. Also ein besseres Bild macht die nicht. Dann müsste ich die da irgendwo anbringen und die Möglichkeit habe ich im Moment weniger. Und deswegen mache ich das jetzt mal. Ja, aber wir könnten jetzt auch ausprobieren. Willkommen. Tschüss, okay. Anna. Könnt ihr die... Bitte? Digital kam Anna dazu. Ich wollte sie begrüßen, jetzt ist sie wieder gegangen. Oh, schade. Karina, hast du den Raum gefunden? Nee, immer noch nicht. Ja, dann müssen wir das jetzt mal fixen. Also wir fixen eins nach dem anderen, okay? Ja. Und die Antje hatte nämlich die Lösung auf dem Handy. Du bist auf dem Handy, gell? Du hast ja. Ein iPhone. Genau. Ja. Also es gibt oben rechts. Erstmal auf Flosskamp wieder. Genau, du gehst erst auf, auf Flosskamp musst du gar nicht gehen. Wenn du auf der Startseite bist, ist oben rechts sind drei Striche, so ein Burger-Menü. Ja, Pyramide, ja. Auf dieses Burger-Menü, da kannst du auf aktuelle Aktualität, wo hast du vorhin drauf geklickt? Ja, da bin ich. Auf eins von beiden musst du klicken, dass du dann alle Kanäle siehst oder dass du einen Channel hinzufügen kannst. Channel hinzufügen, ja. Hast du? Ja. Und dann kannst du durchscrollen den Raum Alderaan. Also das Raum. Ja, aber ich habe tatsächlich nur diese zur Auswahl und nur unter diesen wird gewählt. Raum Alderaan Suchfunktion. Ja, die Suchfunktion ist da und wenn ich da Raum minus Alderaan eingebe, ist der nicht da. Gibt's doch nicht. Frank? Ja? Darf ich dich fragen, wer kann den Sessionplan bearbeiten, weil die Session, die ich in einer Stunde anbiete, nicht draufsteht? Ich glaube, die Nicole. Habe ich schon angeschrieben, die reagiert nicht. Der Simon wahrscheinlich? Oder? Jetzt mache ich mal eben das mit der Karina. Karina, auf die drei Striche gehen. Ich bin nach Ordner gegangen und da habe ich ein anderes. Ordner, okay, Ordner. So, und jetzt sehe ich, wenn ich auf Ordner klicke, sehe ich oben einen Slackbot. Darf ich ganz kurz? Ich habe das ganz fieses gemacht, ich habe es einfach aufgenommen in den Raum. Ja, und das geht? Ja. Dann guck mal auf deinen Channel, ob es da ist. Ich sehe nur den Channel LOSCON 22. Das ist ja die Obergruppe. Zeig nochmal deinen Bildschirm nacheinander und dann gehen wir durch. Und jetzt Channel hinzufügen. Auf den Punkt bitte. Sie ist in dem Kanal eigentlich schon drin. Ja, aber sie hat den noch nicht. Wir müssen Channel durchsuchen. Die sind nicht da. Hinzufügen. Du bist ja schon drin. Wenn du auf die allgemeinen Channel gehst, dann müsste der jetzt dabei sein. Nein, weil, ist er nicht. Ja. Zeig mal in die Kamera, Karina. Vielleicht können wir dir so helfen. Ich bin ITler. Gehen Sie weg, also Plus-Channel hast du gedrückt? Ja, und dann kann das halt ausmachen. Ja, geh mal auf Channel durchsuchen. Ja. Und dann zeigt er mir aber nur diese Auswahl. Ja, da oben steht Suchfunktion und in die Suchfunktion gibst du jetzt bitte einen Raum minus Alderaan. Ohne Hashtag. Und mit 2a, Alderaan, mit 2a, hinten mit 2a. Wir müssen mal über den Namen vom Raum sprechen. Alderaan. Okay, dann lass mich nochmal gucken. Jetzt kommt der super Zaubertrick. Beende mal die komplette Applikation Slack. Also richtig okay. Abschließen und neu starten. Habe ich? Moment. Ja, beim Ausschalten, Einschalten geht wieder, funktioniert in 80% der Fälle. Das stimmt. Hast du recht. Wir machen gleich ein Bild. Und euch möchte ich bitten, remote, also die Franziska remote, und euch einfach mal erzählen, was wir gemacht haben. Nee.
Das ist okay. Carina, lassen wir an der Stelle erstmal. Ja, ja, okay. Und erzählt bitte, was wir gemacht haben und wozu. Das wozu und gleich am Anfang. Okay, dir. Ich kann mal einmal versuchen, ja. Hallo Anja. Wir versuchen von der Pike auf ein Setup einzurichten, das für so ein Fishbowl funktioniert. Wir sind gestartet mit einem Abschwäche. Wir sehen dich jetzt nicht, ne? Wir sehen nur. Ja, Anja sitzt ganz links von mir. Also einfach vielleicht ein bisschen näher zusammenrutschen oder ihr rutschen, okay? Corona-konform. Wir haben es gestartet mit einem Tablet-PC, dessen Kamera etwas limitiert ist, dessen Audiofähigkeit auch limitiert war. Die haben wir jetzt verbessert, dadurch, dass wir ein Jabra angeschlossen haben. Und jetzt gibst du mal weiter an Antje. Genau, und dann haben wir uns versucht, alle in einem Raum einzufinden und uns gegenseitig zu helfen, das einzurichten, weil jeder hatte ein anderes Device. Die einen hatten ein Mobiltelefon, die anderen Laptop oder iPad und auf jeder Oberfläche war es wieder etwas anders und genau, und haben das versucht, gegenseitig uns zu unterstützen. Jetzt gibst du an die Franziska weiter. Franziska. Was haben wir noch gemacht? Na, was haben wir noch gemacht? Wir haben mit und voneinander gelernt. Es ging um die Höhentischunterschiede auf eurer Seite. Ihr seid ja in Präsenz anfassbar zusammen und Carina und ich, wir sind online. Wir haben rausgefunden, wann es gut ist, kurz zu schweigen. Sind wir gerade in der Lösung dabei, dass Carina online gemeinsam mitschreiben kann, sowohl ihr als auch ich, als auch alle. Und da sind wir gerade am Lernen weiterhin. Und das Lernen macht Spaß. Danke, Frank. Gerne. Jetzt, wenn du per Browser drin bist, vielleicht kannst du den Link der Carina. Ich hab's. Okay, sehr gut. Was mich noch stört, ich habe Slack auf dem Rechner und anderen kommt irgendwas Gepostetes stimmt, drauf. Das stört mich, Dunja. Ja. Euch auch? Habt ihr eine Idee, was ich machen müsste? Rechner ausschalten. Rechner ausschalten, ja. Das wäre ziemlich. Ja. Das weiß ich nicht. Das habe ich nicht. Ich probiere einfach mal Slack zu beenden. Ich weiß nicht, ob das geht. Slack ist da, glaube ich, nicht angeknüpft. Warte, lass uns das mal ausprobieren. Das ist der schönste Satz beim Lernen. Lass uns das ausprobieren. Ja, warte, lass mich das mal ausprobieren. Nicht, dass ihr gleich weg seid. Nicht, dass ihr gleich weg seid. Genau, sind wir weg. Ich probiere jetzt nur im Gespräch und jetzt sagen wir hier nicht stören. Ah, und dann müssten die. Und die dann ich habe schon wieder was gelernt. Dass die Teams Pop-up-Message aus dir erscheint, dann nehme ich nicht mehr. Okay. Aber ich weiß nicht, ob das bei Slack auch vergessen ist. Aber dieses Lernen habt nur jetzt ihr gehabt. Wir hatten das Lernen jetzt nicht. Könnt ihr uns das Lernen auch noch teilen? Das ja. Schreibst das oder machst du noch mal ein Foto davon und postest das. Ja, also kannst du das bitte? Also ich erzähle dir, was ich verstanden habe. Mein Status im Teams-Fenster, da gibt es ja, ich bin anwesend oder ich bin offline. Bitte nicht stören. Stört mich nicht. Und dann kommt sowas nicht durch. So habe ich das verstanden. Exakt. Also, okay. Es gibt verschiedene Modi, die man einstellen kann. Standardmäßig steht er ja in einer Besprechung. Wenn man in der Besprechung ist oder wenn man seinen Bildschirm teilt, dann verändert sich diese Einstellung automatisch auf nicht stören, weil man ja was präsentiert im Moment. Man kann das aber auch händisch einstellen in seinen Teams-Einstellungen. Das findet ihr in dem Me-Menü, so heißt das, in Teams. Normalerweise hat man da sein Profilbild drin oder seine Initialen. Dann willst du mir das kurz einstellen, online, weil wir zeichnen ja auch für andere, damit auch andere davon lernen können. Oder wollen wir den Punkt kurz überspringen? Stell doch deinen Screen. Ach so, muss ich zurücknehmen, den Vorschlag, das auf festzuhalten, weil ich nämlich gerade mit einem anderen Account drin bin. Was
Ich glaube, das ist nicht so gut. Ich lege das auf. So, aber warte ganz kurz. Ich teile mal geschwind den Bildschirm hier. Dann kann ich euch das zeigen. Ja. Also, das ist ja der Standard-Teams-Bildschirm. Und hier oben, das ist dieses Mi-Menü. Und hier gibt es einen ganz kleinen Punkt, der heißt, da steht jetzt gerade Präsentation. Und hier kann ich einstellen, was weiß ich, ich bin offline, auch dann kriege ich nichts. Ich kann eine Dauer einstellen, wie lange dieser Status gültig ist. Oder, das haben wir jetzt gerade eben gemacht, ich drücke hier auf Nicht stören, dann erscheinen keine Windows-Pop-Ups. Wir wissen jetzt aktuell nicht, ob dann Slack auch keine Pop-Ups schickt. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass das so sein wird. Super. Danke. Jetzt hat das auch jeder auf der Kameraspur sozusagen gesehen. Und würdest du ja, deinen... Hat nicht funktioniert. Hat nicht funktioniert, Slack schickt immer noch. Okay, dann müssen wir irgendwas machen. Machen wir jetzt mal nicht. Wie fühlt ihr euch? Seid ihr mit eingebunden, Franziska? Ja, der Gedanke, dass wir quasi im Halbkreis ja mit euch zusammen einen vollständigen Kreis bilden, also dass die Onliner, wie wir ja scheinbar heißen, dass wir Onliner den einen Halbkreis füllen und ihr den anderen, das, da fühle ich mich auf jeden Fall mit eingebunden. Das ist ein guter Punkt. Trotzdem bin ich neidisch, weil ihr euch auch nochmal anders in die Augen gucken könnt, aber ich fühle mich insgesamt gut. Und ich würde mich freuen, wenn wir diese Lernerfahrung vielleicht, wenn ihr die unter dem Post schreiben könntet, den wir jetzt gerade bei Twitter gemacht haben. Wir schreiben erstmal in den Slack-Kanal, dann hatten alle, jeder, der hier einen Dix braucht, und dann kommt der hinterher in das andere rein. Ist das okay? Jetzt habe ich die Frage. Ja. Franziska, ich kann dir sagen, wir gucken uns gar nicht so tief in die Augen, weil wir gucken ja euch in die Augen. Ah. Ja, wir müssen uns das hinsetzen. Stört uns das? Stört euch das? Das, ich habe auch mal die Empfehlung von Microsoft gesehen, da bauen die das ja auch so auf, dass du gerade da sitzt und dann sind da zwei Bildschirme, auf dem einen wird das präsentiert, auf dem anderen sieht man die Menschen. Aber da finde ich, genau, da stört mich das halt auch irgendwie, dass man dann auf den Bildschirm guckt oder die Leute dann online anschaut, aber nicht wirklich die Leute im Raum. Und das ist halt noch nicht so optimal. Bei Microsoft gibt es doch diese Konstellation nur... wo immer ein Bildschirm ist, eine reale Person, ein Bildschirm, eine reale Person, die sitzen auch an dem Kreis. Und dann sitzt man quasi sich gegenüber und es wechselt immer Bildschirm online und auf jedem Bildschirm ist dann immer auch nur eine Person drauf. Das finde ich cool. Okay. Dann nochmal darüber nachdenken, wie müssten wir es verändern? Weil wir hätten ja vielleicht auch remote jetzt 100 Teilnehmer. Und vielleicht sollte man den in den Fokus nehmen, der gerade spricht. Ja. Nur den sehen und die anderen ausblenden. Weil wenn der dann was sagt, wir reden ja immer, du guckst mir in die Augen, du guckst auch die anderen nicht in die Augen, dann würde man dann halt zu ihm hingehen und er kann sich akustisch bewertbar machen. Da weiß ich aber nicht, wie ich das in Teams einstellen muss. Aber da gibt es auch mit seinem Smartphone in Teams reingehen und hätte ja dann seine Kamera, die er reinspricht. Okay. Aber man kann das hier... bestimmt jemanden auf die Bühne holen, oder? So wie bei Spotlight. Das ist aber Spotlight, das muss immer umsetzen. Dann brauche ich noch eine zusätzliche Hand, ich kann nicht nach vorne springen und das immer aufstellen. Aber es gibt, glaube ich, eine Sprecherfunktion. Ich würde mit euch gerne, vielleicht machen wir Folgendes. 2 Minuten Zeit, ihr schreibt eure Eindrücke, was euch gefällt, was das besser ist. Auf Slack, in dem Kanal. 2 Minuten in den Kanal? Also bitte? ihr bräuchtet irgendwie eine andere Kamera, weil ich sehe euch immer nur zur Hälfte, obwohl ihr die anscheinend so eingestellt habt. Kannst du die rechte Maustaste mal auf unseren Bildschirm drücken? Und dann gibt es einfügen oder anpassen, irgendwie sowas. An Frame anpassen. Ah! Und schon. Wunderbar! Ich freue mich. Frank, ich habe das jetzt einmal umgesetzt, was du gebeten hast. Ja. Und zwar... wir sind jetzt in dem Raum Alderaan und hier okay. Bitte schreiben, was euch gefallen hat. Und dann, also damit das ein bisschen mehr wissen, genau, zusammen ist. Ich möchte jedem von euch wissen, was ist gut und was kann besser werden. Dass er vielleicht sagt, plus plus ist gut, minus oder ein Delta kann besser werden. Und dann gehen wir die Punkte nacheinander durch.
Der Vorteil von dem ist, wir haben eine Auflistung, wer hat es gesagt, und wir können dann eins zu eins da durchgehen. Mag das jemand spiegeln, bevor er jetzt arbeitet? Also wir spiegeln oft im Remote, dass er sagt, ich habe eine Aufgabe gesendet, Sender, und ihr habt was empfangen und vielleicht habe ich verkehrt gesendet oder ihr habt verkehrt empfangen. Wer mag spiegeln? Darf ich eine Frage stellen? Ja, auf jeden Fall. Wenn wir jetzt alle die gleiche Aufgabe haben, nämlich zu schreiben, was gut ist und was uns weniger gut gefällt, ist es dann egal, ob es sicher viele Wiederholungen eventuell gibt. Das kann sein, aber es kann auch sein, dass wir ganz andere Eindrücke haben. Okay. Wir projizieren oft mein System auf alle anderen, aber es ist nicht so. Oder ich sehe nur das, was positiv ist, aber ich sehe die anderen positiven Sachen nicht. Und wenn man sowas teilt, ist das deutlich nochmal deutlich. Es kann sein, ja, haben wir schon, oder ist da was Neues? Und was dazu kommt, die Stillen. Und du hast im Meeting stille Leute, die kommen zur Sprache. Und sie werden mit dokumentiert. Okay? Und das ist jetzt eine erste Übung, die kann ich eine zweite Device, weil ich kann ja jetzt nicht aktiv in Teams arbeiten, aber als Team, hybrid, kann ich mit den Leuten über die zweite Device arbeiten. Deswegen ist das nochmal ein Lerneffekt. Wie können wir da kommunizieren und dokumentieren? Relativ verständlich. Ja, bitte. Dann ist jetzt aber das, was du gesagt hast und dann weiter erklärt hast, ein bisschen auseinander. Wollen wir das kurz ein bisschen gerader ziehen? Du hattest gesagt, hier bitte schreiben, was hat euch gut gefallen? Und dann hast du gesagt, bitte macht ein Plus-Plus für Sachen, die euch gut gefallen haben und ein Minus-Minus für Sachen, die euch nicht gefallen haben. Soll ich die Hauptfragestellung für dich dann anpassen? Ja. Weil es ist ja eben nicht nur gut. Also ich möchte wissen, was ist gut und was kann noch besser werden. Und dieses noch besser werden ist ein Delta, also ein Potenzial. Ich weiß nicht, ob Minus Minus das Richtige ist, wäre aber eine Möglichkeit. Okay, dann mache ich das mal hier als A. Dann könnt ihr das nämlich als Kommentare darunter schreiben. Ist das so gedacht oder möchtest du das einzeln haben? Nee, ruhig auch einzeln, dann haben wir das alles drin. So, jedes Argument einzeln oder? Macht es so, wie ihr wollt. Also wir werden beides kriegen, mal das eine, mal das andere, und das ist für mich okay. Soll ich den Bildschirm noch teilen oder kann ich aufhören? Bitte teile mich. Bitte teilen. Ja. Weil wir das nachher nicht für die anderen auf der Aufzeichnung drauf haben. Ne? Dann können Sie in den Schleckkanal gehen. Ja? Ich habe sogar eingewählt, wenn du links. Zweimal Minus habe ich gemacht. Ja, genau. Zweimal Minus übereinander geht. Ich habe jetzt ein Delta gekriegt. Ich habe was gesagt und anders gemacht. Ja, du musst dich selber spiegeln. Und mir macht Spaß. Welches iPad ist das denn? Microsoft Surface. Haben wir schon, das sind unsere 3000 oder 7000 Zentren. Haben wir gearbeitet, ist gerade durch. Furchtbar, wir haben 20 Stück bei uns in der Firma. Furchtbar, das gäbe sich ins Hoffnung. Das wird nicht genutzt. Doch, es wird genutzt, aber. Ja, okay. Vielleicht eine andere Diskussion. Ja. Zeit läuft ab. Braucht ihr noch was Zeit? Oh, jetzt habe ich geschrieben.
Nachtspaß. Also, das war Nachtspaß. Oh, ja. Aber das kann man aber editieren. Vielleicht kann ich das auch editieren. Was ist denn das hier überhaupt? Das mache ich, zeige ich gleich, erzähle ich noch. Aber mich erinnern, Nachricht teilen, Text kopieren. Jetzt hast du mich, ja, mich war. Würde ich rausgeworfen? Nee, nervös gemacht. Macht Spaß. Okay. Keine Ahnung, was du hier schon gemacht hast. Da steht doch, macht Spaß. Okay. Ich würde gerne von oben nach unten durchgehen. Braucht ihr noch was Zeit? Und der Punkt ist, Franziska hat das geschrieben und der Oliver als erstes. Eins. Du machst doch noch nichts fertig. Du hast die Antwort adaptiert. Ja. Okay. Was fand ich gut? Das mit dem Klapper-Speaker, den wir hier haben. Ich zeige euch denn nochmal, dass ihr wisst, wovon ich rede. Das ist der hier. Also, der würde ich sagen, funktioniert für so einen Kreis mit Online oder mit Teilnehmern hier im Raum für vielleicht 6 bis 8 funktioniert der gut, wenn die sich ordentlich drumherum positionieren. Ja. Was? Also das Kabel ist ein bisschen kurz und der könnte ein bisschen länger sein. Dann könnten wir besser in unsere Mitte stellen. Ja. Und das Teil, ich muss mal eben mein Ladekabel holen. Ja, ist okay. Wir machen trotzdem schon mal weiter, ja. Der hat aber auch eine Batterie, also den kann man auch, der kann man auch koppeln. Geht auch. Das habe ich nicht geschafft, weil ich hatte nur 110, 130 dann ein USB-Kabel dran. Dann kannst du auch mal hin und hin schicken. Danke sehr. Die 510, ja, genau. So. 710 ist tatsächlich besser. Weil der, den kannst du halt auch mit einem anderen kochen. Und die Preise sind nicht unbedingt viel unterschiedlich. Du kannst schon zwei und ja, drei Namen. Genau. 510? Nee, es sind 710. Okay, genau, deswegen nicht. Lohnt sich das eher dann mittlerweile. Ich habe den auch ganz anders gewünscht. Aber jetzt empfehlen wir eher, den 710er zu holen, weil der halt noch ein bisschen teurer ist. Und, ein bisschen tot. Und dann, ja, hast du halt mehr Möglichkeiten, also einzeln verwenden. Denkst du was? Ich schreibe das mal. Aber mach gleich. Ich gehe mal weiter. Ich finde toll, wie ihr mitmacht. Also ihr seid drauf eingegangen, ihr habt Ideen reingebracht. Es macht Spaß, mit euch zu arbeiten. Delta, es fühlt sich im Moment für mich nur häufig an. Mache ich alles richtig? Oder ich bin nervös. Es könnte ja noch besser gehen. Und wir haben ein Experiment gestartet, okay? Dann gebe ich weiter an den Oliver bitte. Was weiß ich nicht? Stehende Kamera im Raum, die nicht auf Sprechenden funktioniert, also fokussiert. Ja, das finde ich so ein bisschen jetzt aus Sicht der Online-Teilnehmer, fände ich das jetzt etwas blöd, weil ja, ich sehe ja nur die ganz kleinen Männchen hier unter dem Bild, außer ich habe es mir auf Fokus gesetzt, dann sehe ich natürlich mehr. Aber die Kamera schwenkt halt den Raum. Das wäre noch ein i-Tüpfelchen. Okay. Anja. Die Antje. Anja steht da. Anja, Entschuldigung. Ich habe dich ins Reck gelegt, weil du gesagt hast, wir gucken uns nicht an. Weil du gesagt hast, wir schauen dich an. Genau. Mal gucken, ob das bleibt. Nein. Jetzt hast du die Kamera. Ja. Ich bin etwas irritiert. Jetzt guck mich bitte mal. Ja, genau, weil das ist genau mein Punkt. Ich habe ja geschrieben. Was habe ich geschrieben? Genau, bei so einem Raum schauen sich halt dann nicht an, weil sie auf den Bildschirm schauen. Und das ist halt dann irgendwie ein Nachteil, finde ich. Weil man möchte ja auch mit den Leuten im Raum irgendwie in Kontakt kommen. Oder auch ein anderer Nachteil ist halt, wenn man halt jetzt sich nur im Raum anschaut und ich in die Kamera gucke. Okay. Und da ist natürlich, wir könnten das ändern. Einfach unser Verhalten ändern, oder? Ja. Indem ich einfach mal in eure Richtung schaue, mal in deine, mal in deine. Und du nimmst vielleicht mal dein Handy oder ich schmeiß dich da raus. Das hat alles gestreamt, das will ich. Das ist aber irgendwie cool, das ist mit, cool. Mit der Kamera, ja. Nochmal extra, ist richtig cool.
Das sehr macht noch ein Herz. Ja, ja, ich bin jetzt mit dem Handy in Teams reingegangen, aber das ist genau, du sagst, mich stört es. Genau. Und die online sagen, für uns ist es traurig. Und wir wollen, das ist, wir wollen rauskriegen, ja, was geht denn alles? Und was ich ja möchte, ich möchte meine Komfortzone erweitern, dann ist auch manchmal was unangenehm. Ich glaube, was praktisch wäre, wirklich, wenn man so eine Kamera in der Mitte hätte, man sitzt dann irgendwie im Kreis zum Beispiel, die Kamera steht in der Mitte und die kann halt wirklich dann fokussieren, weiß ich, wie gut die Google das macht, in dem Fall, aber ja, sowas, dass man so eine Lösung hat, eine runde Kamera mit in der Mitte und dann könnte man halt gleichzeitig in die Kamera gucken und man guckt die Leute an, weil man muss an dieser Kamera so oder so vorbeischauen, sie ist nicht so aufwendig, das Handy jetzt von meinem Gesicht da. Ja, fühlt sich vielleicht an, wie immer an, wenn da so eine kleine Kamera, eine Rundenkamera ist. Das Setup war aber auch gewählt. Kein Widerspruch, ganz klar. Wie kann ich mit Bordmitteln, nämlich Mitteln, die ich zur Verfügung habe, einfach eine gute Session machen? Ja, und müsste ich schon wieder was Besonderes haben. Und jetzt habe ich hier das Problembeispiel gehabt. Ich würde gerne noch eine USB-Kamera anschließen. Ja. Das ist eine USB. Und ich habe gar keinen USB-Stecker mehr frei. Du brauchst also noch einen USB-Port. Ein USB-Port oder sonst was. Und wenn ich das jetzt machen würde, dann habe ich noch mal hier so 20 Euro, 30 Euro. Das ist USB-C auf, weiß nicht was, so eine kleine Docking-Station. Ja, wo ist sie? Wo ist sie? Kamera jetzt alles drauf. Das Bild stand die ganze Zeit. Ja, und hätte die Möglichkeit jetzt noch mal zu sagen, okay, damit schließe ich das auch an. Aber ich möchte einfach davon hinkommen, wir haben eine Situation, wir stellen das fest, was nicht ganz optimal ist und dann treffen wir eine Entscheidung, wie könnte es gehen, wir probieren es aus und dann lernen wir, es hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Aber ich möchte auch die Menschen dahin bekommen, einfach mal auszuprobieren und nicht, ich gehe, wenn ich kriege die Fertiglösung von IT und die Standardlösung, mit denen ich da nicht umgehen kann und wo ich dann nicht mit arbeiten kann, sondern was kann ich selber verändern, dass ich eine gute Hybrid-Session hinbekomme? Wisst ihr, was wir bei uns im Unternehmen haben? Also gerade die ganzen Sachen, die du jetzt hier so zeigst, kann es ja dann so aufbauen, wie man möchte. Sie ist gerade, sie schaut die ganze Zeit mehr. Entschuldigung, das haben wir nicht gesehen. Ich habe nur dein Herz gesehen. Ja, das schenke ich euch. Ich habe gerade die Gelegenheit genutzt, das einfach mal kurz zu schreiben, nämlich Oliver, ich habe jetzt gerade dir einen Screenshot geschickt, Privatnachricht von uns allen und habe gesagt, dass mir zum Beispiel diese Handy-Variante, die für euch physisch störend war, aber wo du sozusagen für uns die Perspektive geändert hast im Raum, die habe ich als ganz neu wahrgenommen, aber auch als wunderbar erlebt. Also das hatte ich so noch nicht. Das war irgendwie schön, weil ich habe auf einmal sozusagen dir im gelben T-Shirt, leider weiß ich deinen Namen nicht. Anja. Dir konnte ich nämlich mal in die Augen gucken. Und bis jetzt aus dem visuellen Rahmen, den ich habe, fällst du nämlich durchgängig raus. Wenn ich jetzt auch noch breit gestellt habe, sehe ich nur noch Oliver. Dann sehe ich ein bisschen was von deinem Oberteil. Wenn ich euch nach links stelle, sehe ich dich zumindest. Das heißt, die Perspektive, in die ich quasi hier reingucke, die ändert sich damit, wie ich das auf meinem Computer einstelle. Jetzt habe ich es quasi anders eingestellt. Ich habe quasi das Feld auf links, die Hälfte des Bildschirms und sehe mehr vom Raum. Wenn ich es auf ganz groß mache, sehe ich weniger vom Raum. Und deswegen hat mir ganz besonders das gefallen, ne, angenommen, wir sind ja jetzt in einer sehr kleinen Gruppe. Das heißt, Oliver, das, was du geschaffen hast, ist die Perspektive unabhängig von diesen, wir gucken so von unten als kleine Mäuse in die Kamera so raus, du hast sozusagen diese extra Perspektive reingebracht und das wiederum ist für mich sogar eine ganz interessante Rolle, die man einnehmen könnte. Du würdest sozusagen vorhin im Bereich Community Leitfaden, da haben wir eine automatisch schwenkbare Kamera gehabt, die über Vision theoretisch hätte funktionieren können, hat es aber nicht. Und du hast sozusagen in Person live dieses, wer spricht jetzt gerade, kurz hingedreht. Das war für mich total charmant. Dankeschön. Jetzt haben wir die Webcam quasi. Das heißt, der spricht, kriegt jetzt die Webcam. Damit weiß er, dass er sprechen darf. Und dadurch habt ihr jetzt auch ein viel besseres Bild von dem, der spricht. Der spricht mit allen im Raum, kann den Blick schweifen lassen, auch mal zu euch. Und vielleicht dann noch ein Punkt,
Moderationstechnik. Ja. In die Kamera. Ja. Auf euer Bildschirm, wenn ihr zu Hause online das macht. Ja. Weil auch das für uns anders ist. Also ihr kennt die Kollegen, die den, das Laptop dastehen haben, den Bildschirm da und man sieht immer nur das Ohr. Ja. Als Sprecher rein vorbei. Das ist doch unhöflich und unfreundlich. Ja. Aber ich wollte jetzt nicht in die Kamera mal machen. Aber nicht wollte so wackeln, dann wird mir schlecht. Ja, mir auch. Ich wollte euch ein bisschen Equipment noch zeigen. Also wir haben hier einmal den Surface. Ja. Oder den Laptop. Dann hier so einen kleinen Hub angeschlossen. Dann gehe ich weiter. Da steht die Jabra. Da liegt noch was abgelegt. Und das gibt euch nochmal einen Eindruck, okay, wie sieht das Ganze aus? Jetzt mache ich es ungut. Ich bringe die Kamera ganz nach oben. Ja? Dann werden wir beobachtet von oben, so Eulenperspektive oder Adlerperspektive. Und ihr könnt uns wunderbar sehen. Also spielt damit rum, was ist gut. Gut wäre die Kamera ungefähr hier in Augenhöhe. Aber ich wollte jetzt nicht den Laptop nach vorne kriegen. Den brauche ich mal. Ist das okay? Also so, ich fände trotzdem noch cooler, wenn es beides gäbe. Also wenn es diese, mir gefällt dieser Eulenblick super. Und ja. Ich fände trotzdem cool, wenn ich noch die Sprecher einzeln sehen könnte. Und das kann man alles machen. Machen wir heute nicht. Ich möchte lieber in der Session ein klein wenig weiterfahren. Ist das okay? Okay. Ja, ich hätte noch einen Vorschlag. Das könnten wir ja tatsächlich mal ausprobieren, vielleicht in der Session. Weil hier das WLAN, glaube ich, auch etwas langsamer ist. Aber interessant wäre ja, wenn man beispielsweise auf einem Handy den Mikrofon einschaltet und den Lautsprecher. Das heißt, von dem Handy im Raum würde dann der Ton zum Jabra gehen. Und ich würde dann quasi Bild und Audio-Ton liefern, dann könnte ich das nämlich immer weitergeben. Okay. Das Problem an deinem Handy ist nur leider, dass, also bei mir kommt es extrem verzögert an. Also da stimmt irgendwie die Übersetzung nicht. Das liegt an dem langsamen WLAN von der Jugendherberge, die ist furchtbar langsam. Ja. Ich stelle es mir gerade vor, also wenn man das so machen würde, wir lassen sie zwar außen vor wegen WLAN, aber da gibt es auch die Dimpel und da gibt es auch richtig gute. Wenn man das Handy an so ein Dimpel dranhängt, dann hat es halt auch einen Stab und dann kann man das tatsächlich so weiterreichen und dann wackelt es auch nicht so. Und genau. Oder eine ganz einfache Hilfsmittel auch, nur als letzter Kommentar, jeder macht seinen Laptop halt auch an, hat geht in das Meeting rein, macht die Kamera an, als Zusatz müsst ihr ja nicht immer, aber zwischendurch halt mal in die Kamera gucken und dann. Ja. Wir haben jetzt nur noch 4 Minuten. Die Nicole hat gerade gepostet, die Franziska hat die Hand gehoben, das habe ich gesehen. Wir haben die Punkte hier drin. Ich würde das Wort an Franziska geben und dann eine ganz kurze Feedbackrunde. Wir haben nicht geschafft, jetzt über andere Methoden zu reden, aber ich würde von euch gerne einfach mal hören, wie habt ihr es erlebt? Franziska, du hast das. Ja, ist ja noch, ich mache ja noch nicht die Feedbackrunde, ich darf noch ein Erlebnis teilen. Ich habe eine Veranstaltung gehabt, da war ich virtuell zugeschaltet. Die haben 2 Kameras angehabt und ich glaube, das könnte hier auch eine gute Lösung sein. Die haben uns über eine Leinwand gezeigt, das heißt, ihr müsst nicht in einen Computer gucken. Also wir waren auf der Leinwand. Von der Leinwand aus gab es eine Raumkamera. Ich konnte den ganzen Raum sehen und nicht nur euch 4 jetzt gerade. Und parallel das, was wir jetzt quasi gemacht haben, was ihr gesagt habt, ihr nehmt die kleine Kamera und zeigt sie auf euch, wenn ihr sprecht. Das ist, glaube ich, eine Verbindung. Und jetzt ist meine Frage, Frank, wie schaffe ich es denn an meinen Computer 2 Kameras so anzuschalten, dass ich als derjenige, der das moderiert, trotzdem noch weiß, wo ist gerade was? Also man kann das mit OBS machen, brauchst du aber einen leistungsfähigen Rechner. Meiner macht die beide frei. Und ich würde jetzt die Feedback-Runde reingeben. Wenn das okay ist. Also es geht, aber nicht hier in der Session. Und ich würde gerne von euch hören. Hat euch das gefallen? Und was nehmt ihr mit? Ja genau, was nehmt ihr mit? Das ist meine Frage. Wer mag anfangen? Und jetzt als Regel einfach mal, der redet, wird angeschaut. Okay?
Und der redet, der guckt nicht nur zum Bildschirm, sondern der guckt auch mal rum. Das ist der Moderationsdeal. So, wer fängt an? Bei jedem anderen Land. 3 Minuten. Alle noch ganz viel gemeinsam lernen. Das ist nämlich gut. Danke dir. Dann gibt es mal den Sprecher schon. Learning by doing ist das beste Learning. Also Standard. Ich gebe es mal weiter. Ich muss mit nachdenken. Franziska? Mir hat gut gefallen, dass du am Anfang nicht genau gesagt hast, was los ist, sondern du hast dich so ein bisschen ahnungslos getarnt, Frank. Das fand ich sehr sympathisch. Das hat mir Spaß gemacht. Ich finde es schön, das habe ich auch im Chat geschrieben, dass jeder eine Lösung beitragen konnte. Dadurch waren wir insgesamt als Gruppe schneller. Ich glaube, dass diese Art von Lernen in einer kleinen Gruppe besser geht, als wenn wir jetzt schon 20 Leute gewesen wären. Dann wäre, glaube ich, dieser Effekt nicht zustande gekommen, von wegen jeder kann zur Lösung beitragen, weil wir dann wieder in eine Gruppendynamik sind. Von daher, Dankeschön. Feedback, gibt mir kein Feedback. Hätten wir 20 Leute gehabt und sagen wir, 10 stehen hier hinter, dann tippen die normalerweise an. Und dann geht der Oliver aus dem Kreis raus und da hast du dann die 4, 5 Leute. Und online wäre es dann gewesen, dass sich dann jemand meldet und der nacheinander drankommt. Also das war jetzt kein Feedback, sondern einfach die Idee, die ich da eigentlich probiere, es geht. Ja. Und hat super viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Ich kriege das mit dem Herzen, weiß ich nicht, nicht hin. Also ich nehme mit auch, ja, das muss ich jetzt sehen, Kamera oder was? Überall, okay. Tatsächlich diese Kameraeinstellung, also dass man eine in den Raum hat und eine, die auf die Person fokussiert, die spricht, war für mich jetzt die größte Erkenntnis. Also das nehme ich auf jeden Fall mit und werde das auch versuchen, so umzusetzen, wenn wir, wir haben ja jetzt immer wieder hybride Meetings permanent und ansonsten hat es mir richtig viel Spaß gemacht, weil es sehr praktisch war, jetzt auch mit euch. Und es hat sich sehr, sehr nah so angefühlt, als wärt ihr tatsächlich real hier. Also es war schon enorm eine sehr gute hybride Erfahrung jetzt. Mhm. Ja, ich finde es auch super spannend, so das aufzuziehen. Habe am Anfang gedacht, Mensch Frank, das habe ich aber schon besser bei dir gesehen. Aber gut, ja, war ja so geplant, habe ich dann auch kapiert. Ich finde auch diese doppelte Kameraperspektive als Aha-Erlebnis richtig cool und ja, finde, das müsste man noch super umsetzen können, dann wäre es richtig gut. Ich habe das gerade noch geteilt in Slack, diese Erfahrung, die wir gerade gemacht haben, nämlich ihr, also echt hybrid und wie kann man hybrid gemeinsam schön machen und jeder bringt sich ein. Ich würde mich freuen, genau dazu habe ich vorhin einen Tweet angefangen, schon mit anderen zusammen. Vielleicht könnt ihr die Lernerfahrung, die ihr außerhalb dieser Gruppe teilen wollt, noch dazu schreiben. Ich tweete nicht. Oder? Ja, ich habe auch noch was, und zwar, wir haben so im Prinzip das gleiche Lernformat haben wir gemacht für Surface Hub, für MTR. Also wir haben MTR ist was? Microsoft Teams Room. Das sind diese großen Bildschirme mit so einer extra Tablet-Tastatur, extra für Microsoft Teams. Ja, uns ging es genauso. Wir haben uns selber Aufgaben gegeben, was wollen wir denn verändern, was wollen wir rauskriegen. Das haben wir Flight. Bin ich mit meiner super Tapete im Internet. Nee, das ist noch nicht im Slack-Kanal. Nur im Slack. Daraus ist für uns als RPW die Idee entstanden, das könnte man hier aus auch machen, dass wir diese Aufgaben quasi jetzt aufschreiben wollen. So, dann könnte ich irgendjemand eine Sperrung sage hier, wenn du mal Zeit hast. Nimm doch mal dieses Blatt Papier, nimm dir diese Aufnahme, geh in einen Raum, wo so ein Surface hat, in der Microsoft Teams-Studio steht, ist dein Notebook mit Equipment,
Nun probier mal folgende Aufgabe zu lösen. Und dann bringst du jemanden dahin, dass er wirklich lernt, genau, und das auch weitergehen kann. Und die eigentliche Idee war auch, die Lernumgebung erstmal zu schaffen und dass ihr das mitnehmt. Ja. Wir brauchen hier keinen MTR und keinen Service Hub. Wir brauchen einen Kopf und vielleicht noch gar nicht mehr. Vielen Dank.